Wir befinden uns in einem Tiefkühlcontainer und sind auf der Suche nach Team Plasma. Sobald wir sie aus Maria City verjagt haben, wird der Arenaleiter Torna unsere Herausforderung annehmen. Ja, ich denke, es ist ziemlich kühl hier drin, ne? Ich hoffe, dass es dem Protagonisten so einigermaßen gut ergeht dabei. Du kannst hier gerne ein bisschen herumtollen, aber sei bitte vorsichtig. Ich wollte schon fast herumtrollen lesen. Der Boden ist an manchen Stellen gefroren, es ist also ziemlich glatt. Ja, gut zu wissen. Also Schlittschuhe habe ich nicht dabei, aber ich denke, ich brauche sie gar nicht. Okay. Oh, da ist ein Item. Ich will es unbedingt haben. So, vielleicht? Hallo? Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Ich bin aufgeschmissen. Egal, ich würde mal sagen, dass wir erstmal kämpfen. Ja, er will kämpfen. Wenn es kalt wird, zieh dich warm an, das sagt uns der gesunde Menschenverstand. Ja, manchmal ziehe ich mich bewusst nicht warm an, um mich irgendwie zu trainieren, aber ich weiß nicht, ob das was bringen sollte. Aber ich denke, dass der Tyson auf jeden Fall recht hat. Besonders jetzt in den Winterzeiten sollte man sich ziemlich dick anziehen. Naja, ich meine, man möchte ja nicht krank sein. In der Zeit, wo man viele Klausuren schreibt, vielleicht Referate vortragen muss, Prüfungen abschließen muss, etc. etc. Grillmark auf dem 24. Level, Molly Morba auf dem 23. Level. Wir versuchen es. Wir kämpfen ein bisschen mit Molly Morba. Mal gucken. Ja, so viele Kraftpunkte verlieren wir gerade nicht. Zweimal getroffen, ist okay. So, wie viel Damage machen wir? Verwirrung wäre auch ziemlich nice. Ja, geil. Gerade habe ich davon gesprochen. Nice. So, das Pokémon ist verwirrt und so wie es aussieht, können wir eigentlich locker hier mit Molly Morba kämpfen. Es sei denn, Grillmark setzt jetzt eine Feuerattacke ein. Es hat die Bissattacke. Das ist eine Unlichtattacke. Molly Morba, ich glaube, du und ich, wir müssen jetzt hier raus, beziehungsweise du erstmal. Ja, das wäre besser. Ich will den nicht verlieren. Daher würde ich doch mal glatt sagen, wir gehen rüber zu Swatronin, nicht zu Baumball. Ganz bestimmt nicht. Wobei, naja, ich glaube, eine normale Attacke habe ich nicht mit Baumball. Nee, Feuerattacken können ziemlich nervig werden. Es ist nicht mehr verwirrt. Okay, Funkenflug. Ja, das ist okay mit Swatronin. So, ja, Wassersäulen, das müsste ausreichen, nur ich möchte mir einmal die Animation von dieser Attacke anschauen. Ja. Mhm. Sieht ein wenig aus wie Kaskade. Naja, geht so. Ist schon okay. Ja, sehr gut. Die Pokéball-Dies bekommen Erfahrungspunkte. Praktibalk. Oh, ich würde so gerne mit Molly Morba kämpfen, aber es hat schon sehr viele Kraftpunkte verloren. Das möchte ich dem Molly Morba nicht antun. Ich denke, dass ich nach dem Kampf definitiv Molly Morba einen Supertrank gebe. Nicht, dass das, ja, nicht, dass der nächste Trainer ein Pokémon im Team hat, welches die Verfolgung-Attacke beherrscht. Das wäre nicht so schön. Oh, Praktibalk hat die Attacke abgewehrt. Okay, Fußkick. Halten wir gut aus. Ja, kein Problem. Wir spottern ihn. Kaltklinge, wir müssen jetzt treffen. Ja, das müsste auch ausreichen. Ja, definitiv. Praktibalk auf dem 24. Level, Swatronin auf dem 32. Level. Bald gibt es auch eine Weiterentwicklung. Nice, die brauchen wir auf jeden Fall. Sich bis zum geht nicht mehr abzurackern, ist wohl auch eine Eigenart, die uns der gesunde Menschenverstand diktiert. Naja, so kann man ja über sich hinauswachsen. Deswegen sollte man seine Grenzen durchbrechen. Wie bekomme ich dieses Item? Ich bin gedanklich die ganze Zeit bei diesem Item. Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg dorthin. Ey, oh, schaut mal, wie der Kerl da chillt, wie das aussieht. Hallo, willst du kämpfen? Ach ja, stimmt, stimmt. Ich habe doch gerade gesagt, dass ich dem Molly Morba einen Supertrank geben möchte. 5 Hypertränke, 8 Supertränke. Lecker, ist okay. Hm? Wartet mal. Spezialverteidigung. Das würde Molly Morba gut tun. Da der Spezialverteidigungswert von Molly Morba sowieso gut ist. So steigt der Wert. KP. Ich würde mal sagen, wir geben dieses Item dem Swatronin, damit es mehrere Kraftpunkte hat.
AP Plus. Doch, für Kalklinge. Erhöht die maximale Anzahl der AP einer Attacke eines Pokémon. Ja, Kalklinge. Definitiv. Okay. Ja, ich sag mal so, wenn wir schon solche Items hier haben, warum sollten wir sie nicht benutzen? Protein bekommt auch gleich Spotronin, damit der Angriffswert steigt. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, ich muss gerade an Mario Luigi Dream Team Bros denken. Die haben ja auch ihre Statuswerte und da spiele ich ja gerade parallel. Daher habe ich gerade einige, ja, Ähnlichkeiten gesehen. Was macht ein munteres Kind wie du an einem eisig kalten Ort wie diesem? Wie wäre es mit einem Pokémon-Kampf, um dich ein wenig aufzuwärmen? Alles Gleiche. Also es ist ja nicht so, dass ich noch gar nicht gekämpft habe in diesem Part. Aber wir können gerne noch weiterhin kämpfen. Davon profitieren die Pokébuddies. Oh, Isaac. Nice, schöner Name. Ein Sodamak? Auf dem 24. Level. Leona ist immer noch auf dem 23. Level. Ja, ich würde mal sagen, wir bleiben wieder erstmal mit Molimorba, es sei denn Sodamak, genau, es hat eine Unlichtattacke. Das bedeutet, nach dieser Runde nehme ich es raus. Oh, es ist zurückgeschreckt. Es ist zurückgeschreckt. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass wir in diesem Part Team Plasma finden werden. Ich will so schnell wie möglich Torna herausfordern und den 5. Arena-Orden in der Tasche haben. Das wird auf jeden Fall eine krasse Erleichterung für mich, weil vor einigen Parts, ich glaube... Och, komm schon! Ey! Ich glaube, ab dem 26. Part oder so, besonders nach dem Kampf gegen Camilla, habe ich extreme Schwierigkeiten gehabt, in dieser Nuzlocke-Challenge weiterhin klarzukommen, weil ich viele Pokémon verloren habe. Jetzt läuft das gut, okay. Ich glaube, in dem letzten Part haben wir jetzt nicht so viel gekämpft gehabt, weil wir uns Maria City erstmal angeschaut hatten. Aber ein Pokémon haben wir gefangen gehabt, Pikachu. Krass, Sodamak hat die Attacke ausgehalten. Okay, ich weiß, die Attacke ist nicht sehr effektiv, aber ist okay. So, ja, jetzt setzen wir Zaunklinge ein. Ja, geil. Anstatt, dass wir 10-mal Kalklinge einsetzen können, können wir es jetzt 12-mal einsetzen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Naja, wegen dieser Attacke bin ich ja des Öfteren ins Pokémon Center gelaufen, ne? Damit die... Ja. Damit die Attacken wieder einsetzbar sind. Ach was, Wasserdüse? Ja, gerne. Sehr, sehr gerne sogar. Ich würde mal sagen... Aquawelle. Wassersäulen haben wir jetzt erst gerade neulich erlernt bekommen. Deswegen möchte ich das jetzt nicht ungern, einfach mal so verlernen. Bei der nächsten physischen Attacke, die uns interessieren wird. Praktibike, okay. Ja, wir ziehen das Ding hier durch mit Swatronin. Swatronin macht einen klasse Job. Gut, dass wir dieses Pokémon im Team haben, sonst hätte ich krasse Probleme. Ja, mit der Wasserdüse-Attacke werden wir auf jeden Fall profitieren in der Zukunft, da das eine Prio-Attacke ist, genauso wie Tiefschlag. Naja, im Gegensatz zu Tiefschlag sitzt die Attacke auch. Tiefschlag sitzt ja erst nur, wenn das gegnerische Pokémon auch gerade dabei ist, eine Attacke einzusetzen. Wenn das gegnerische Pokémon sich aufboostet, dann ist die Attacke fehlgeschlagen. Der Kampf hat mich aufgewärmt, aber mein Herz gefriert auf dieser Niederlage. Ja, Kopf hoch. Du bist warm angezogen. Ich versuche mir eine dicke Fettschicht gegen die Kälte anzueignen. Glaube also bitte nicht, ich wäre einfach nur dick, in Ordnung. Nee, ich nehme dir das auch gar nicht übel. Ich meine, du arbeitest hier. Daher ist es nicht verkehrt, wenn du warm angezogen bist. Wie würdest du sagen, sonst morgen wieder auf der Arbeit erscheinen? Hey, ich komme hier irgendwie nicht klar. In welcher Edition war das nochmal? War das in der Saphir-Edition? Da war auch so eine eisige Arena. Ich glaube doch, das war die Saphir-Edition. Oder war das Kristall? Auf jeden Fall kam ich da nicht klar. Ich kam da die ganze Zeit nicht klar. Achso, okay. So geht das auch, Leute. Ich glaube, so sollte das auch so sein. Will er auch kämpfen? Soll ich Molimorba nochmal einen Supertrank geben? Ich denke, das Pokémon würde sich darüber freuen. Oh, Swatronin braucht erstmal einen Supertrank. Oder Molimorba, weißt du was? Du bekommst jetzt noch nicht einen Supertrank. Ja, hier gibt es auf jeden Fall sehr viele Trainer. Obwohl ich hier im bitterkalten Tiefkühlcontainer stehe, bin ich Feuer und Flamme für den nächsten Kampf. Okay, alles klar.
Damit habe ich kein Problem. Im Laden? Im Laden heißt er. Strepoli? Yo! Die Weiterentwicklung vom Praktibike. Und wenn man einen Meistergriff haben möchte, dann muss man ja von der schwarzen Edition rüber zur weißen Edition oder ja, in eine andere schwarze Edition dieses Pokémon tauschen. Und nach dem Tausch entwickelt es sich. Ach man, ich hätte dem Molimorba doch einen Supertrank geben sollen. Das wäre super jetzt mit diesem Pokémon gegen Strepoli zu kämpfen, aber nee, ich traue mich nicht. Auf einmal passiert irgendetwas. Und außerdem greift Strepoli eher mit physischen Attacken an. Deswegen, also wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass dieses Pokémon spezielle Attacken drauf hat, dann würde ich eigentlich schon mit Swatronin, mit Molimor beim Kampf bleiben. Da der Spezialverteidigungswert von Molimor aber ziemlich nett ist. Ja. Okay, der Verteidigungswert sinkt. Steinwurf. Ja, ist nicht so eine schöne Attacke. Aber die macht auf jeden Fall guten Damage. Und den Rest erledigen wir mit der Wasserdüse-Attacke. Ja, die Attacke ist jetzt nicht so stark, aber ist okay. Am Ende des Tages ist es eine Prio-Attacke. Und diese Attacke sollte man meistens dann einsetzen, wenn das gegnerische Pokémon nur noch einige Kraftpunkte hat und man es unbedingt outspeeden muss. Dann lohnt es sich. Und besonders in der Nuzlocke-Challenge ist es, glaube ich, sehr gut. Gigasauger? Na klar, die Attacke nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, ja, bye bye, Megasauger. Gigasauger ist besser. Giga. Okay. Wie, wo, was, lalala. Sorry, ich habe mich gehen lassen. Genau wie es Pokémon gibt, die bei Kälte stärker werden, gibt es auch solche, die es lieber warm haben. So ist das eben. Unter uns Menschen gibt es schließlich auch die verschiedensten Gemüter. Oh, das passt irgendwie zu mir. Haben wir hier irgendwas? Was ist das für ein Item? Erstmal müssen wir kämpfen. Erst dann können wir herausfinden, was das für ein Item ist. In den Tiefkühlcontainern gibt es niemanden, der so gut mit Eis-Pokémon umgehen kann wie ich. Willst du das einmal selbst herausfinden? Dann probier es doch. Okay, alles klar, ich bin ready für den Fight. Wie viele Pokémon hat er? Er hat 2, okay, besser als 3. Kuno? Kuno heißt der Kollege. Ein Gelatini. Ach ja, wie gerne hätte ich jetzt Feuer, Stahl, Gestein oder Kampfattacken. Ach ja, so ist das. Ich habe einige Attacken dabei, aber keine einzige Attacke, die dieses Pokémon sehr effektiv treffen würde. Was soll's? Okay, was macht denn Gelatini dort? Pokémon, die für den Gegner kämpfen, werden in Weißnebel gehüllt. Ey, was soll das? Ich möchte Freedom in den Fights. Oh, ein Volltreffer. Oh. Das Pokémon ist zerbrochen. Okay, ja, sehr schön. Leona erreicht das 24. Level. Finte, nehmen wir mal mit fürs Erste tatsächlich. Was soll ich mit Trugträne? Täuscht meinen vor, um die Spezialverteidigung des Zieles stark zu senken. Oh, auch nett. Auch nett eigentlich, aber ist so riskant gerade mit Molimorba die Attacke einzusetzen. Muss erstmal wachsen, levelmäßig. Wieder packt die Balken, okay. Nee, wir ziehen das Ding hier durch mit Swatronin. Naja, was heißt wieder packt die Balken? Wir haben ja, ich glaube, am Anfang des Parts gegen ein packt die Balken gekämpft gehabt, deswegen meinte ich wieder. Jo, alles klar, hat ausgereicht. Ja, jetzt ist die Frage, wie viele Trainer gibt es hier noch unten, beziehungsweise in diesem Container? Bei Team Plasma haben wir immer noch nicht gefunden. Ich bin geschlagen, ich sollte in der Arena von Nevaio City in die Leere gehen. Ja, kannst du machen. Ich würde dich nicht daran hindern. Okay, hier ist ein Item, Leute, das heben wir mal gleich auf. Eisheiler. Okay, ist irgendwie logisch, ne, so ein Item hier zu finden. Was haben wir hier? Gibt es hier irgendwas Verstecktes? Da kommen wir gar nicht rein. Hä? Wir sind wieder unten. So, Leute. Was ist nur mit diesem Item hier los?
Ach so, wartet mal. Oder nee, das würde auch nichts ändern, oder? An der Sache. Hier ist irgendetwas faul, Leute. Hier ist irgendetwas faul. So, dann gehen wir mal diesen Weg hier. Hier waren wir auch noch gar nicht. Netzball, okay. So geht's nicht, aber so, okay. Ah, jetzt muss ich wieder dieses Spiel spielen. Das nervt mich. Hier fehlen gewisse Blöcke. So ist es auch schwierig. Ich meine, die Blöcke kann ich hier nicht kaputt machen. Ich komme hier in diesem Container gar nicht klar. Jaren, was hast du zu sagen? Denkst du immer noch darüber nach? Och, komm schon, er macht sich immer noch darüber Gedanken, was der Champ zu ihm damals gesagt hatte. So. Also, ich komme hier gerade überhaupt nicht klar in diesem Container. Und ich denke, dass ihr das gerade mitkriegt. So, Kollege, hier geht's auch nicht weiter. So. Boah, schon wieder hier. Okay, so. Okay, und runter. Gut, das habe ich mir gemerkt. Was haben wir hier? Ah, okay. Gut. Hier unten waren wir schon. Gibt er uns vielleicht Tipps? Ah, das müssen wir nicht wissen. Aber warte mal, welche Stadt? Der Arenaleiter von Nevaio City kämpft mit Pokémon vom Typ Eis. Wenn du dort Geist und Körper trainierst, hast du keine Probleme mehr mit Kälte. Okay, das ist sehr, sehr gut zu wissen. So, wartet mal. Ah, okay. Sollen wir jetzt einfach nur geradeaus? Genau, richtig. So, jetzt komme ich wieder ein bisschen besser klar. Hypertrank, super. Ja, okay, jetzt komme ich ein bisschen klar. Ja, eben bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Oh, er will auch kämpfen. Lass uns kämpfen. Also seine Aussprache kann ich sowas von verstehen. Okay, Quirin. Quirin. Ist das ein Mädchen? Wieder ein Praktibike auf dem 23. Level. Ich weiß nicht, soll ich einmal die Strahl einsetzen? Nee, wieso habe ich mich gerade nicht um Molly Morbo gekümmert? Ab jetzt werde ich das tun, weil jetzt lohnt es sich. So merkwürdig, dass die meisten Trainer Pokémon wie Praktibike hier im Container haben. Geduld, das ist gefährlich. Geduld ist gefährlich. Ich hoffe... Oh, das ist sehr, sehr gefährlich, Leute. Das sollte man nicht unterschätzen, auch wenn der Levelunterschied enorm ist. Okay, wir treffen, das ist gut. Und wir besiegen, das ist besser. Doppelt gut. Sehr, sehr gut. Wieder Praktibike. Wir ziehen das Ding hier durch mit Zwartronin. Okay, weiter geht's. Kalkling kann ich jetzt nur noch dreimal einsetzen. Naja. Okay, sehr gut. Ah, okay, dieses Pokémon wieder. Gelatini, das Eis-Pokémon. Sieht irgendwie sweet aus. Aber auch ein bisschen komisch. Oh, hat ausgereicht. Und diesmal haben wir keinen Volltreffer gegen dieses Pokémon gelandet. Mir schlottern die Knie von lauter Kälte. Das glaube ich dir. So, was haben wir hier unten? Okay. Yo, Cheren, was geht? Oh, ich würde mich so freuen, wenn er sich um meine Pokémon kümmern würde. Was meinst du, ist da drin? Was meinst du, ist da drin jemand? Dann wollen wir mal was. Naja, noch nicht, Cheren. Noch nicht. Erstmal will ich hier mir einige Sachen anschauen. Okay. Okay, Leute, wisst ihr was? Bevor wir da einfach mal reingehen, würde ich mal glatt sagen, dass wir hier
abspeichern. Und ich gehe noch einmal ins Pokémon Center und kümmere mich hier um die Pokebuddies, damit Swatronin wieder ohne Probleme Kalklinge einsetzen kann. Okay Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Part. Im nächsten Part werden wir dann herausfinden, ob die Mitglieder von der Organisation Team Plasma sich eventuell dort in diesem Container verstecken tun. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüssi, Leute!